So, langsam wird das immer kälter und ich brauche mein Feuer. Jetzt sind wir hier bei der Feuerstelle. Ich habe jetzt hier alles, was ich benötige, schon mal hingelegt. Das Problem ist, der Boden ist hart wie Stahl. Es ist kalt, es gab Bodenfrost, es schneit im Moment. Also werde ich mir jetzt keine Feuerstelle bauen, sondern alles hier nur einfach zünden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Feuerstelle. Ihr könnt euch das schön aufbauen, ihr könnt die Umgebung schützen, indem ihr Steine ringsrum legt. Falls ihr unentdeckt bleiben wollt, habt ihr die Möglichkeit eines Grubenfeuers. Ein Grubenfeuer wäre einfach nur, wenn ihr jetzt den Untergrund ausheben würdet und dort drin euer Feuer machen würdet. Dadurch würde man im Dunkeln den Lichtschein von der Entfernung nicht sehen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ein rauchfreies Grubenfeuer zu bauen, indem ihr wieder eine Grube grabt. Auf der anderen Seite, ein bisschen weiter davon entfernt, ein kleines Loch, was dann verbunden wird von unten hinein in das Grubenloch. Ihr würdet das Feuer machen und ihr hättet eine Holzvergaserfunktion. Kann auch manchmal sinnvoll sein. Das wäre dann das Dakota Fireholz. So, heute nutze ich die Zündvariante mit einem Feuerstahl. Mit einem Feuerstahl ist das relativ einfach. Man hat hier ein Reibeplättchen und würde drauf reiben. Ich persönlich mag diese Reibeplättchen nicht. Ich nutze lieber mein gutes Mora-Messer. Dadurch habt ihr natürlich richtig schön Funkenflug.